Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Diamant Nuzlocke. Und heute machen wir die linke Seite, kriegen auch noch später einen neuen Encounter. Und hier ist ein schönes Item. Top-Trank, das ist sehr gut. Und ja, ich merke schon, ihr mögt die Kristall-Randomizer mehr. Deswegen auch hier bitte unterstützen, Like da lassen, kommentieren, auch wenn ich hier viele Pokémon verloren habe. Denn ja, es ist mein erster Nuzlocke und Übung macht ja bekanntlich den Meister. Und mal gucken, wie wir uns heute anstellen. Und er hat nur ein Pokémon zum Glück. Schildeross. Oh shit. Das kann mir richtig Probleme bereiten. Wie stark bist du? Level 26. Mal gucken, was wir hier bringen, welche Attacke wir machen. Wir machen erstmal Ruheort, um zu gucken, was du überhaupt kannst. Schildeross. Und ja. Hat mich auch sehr gefreut, dass die letzten Videos bei euch sehr gut ankamen. Habe jetzt auch 3 neue Abonnenten, was mich sehr freut. Und er boostet seinen Angriff oder verwirrt mich, okay. Was machen wir jetzt? Was machen wir? Wir versuchen es mal mit Flügelschlag. Mehr als Selbstverwirren können wir ja nicht schaffen. Und ja, das passiert auch. Und ich hatte gerade den Faden verloren, was ich sagen wollte. Oh shit, wir müssen wechseln. Außer wir machen wieder Ruheort. Wir können nochmal Ruheort machen, denke ich mal. Ruheort ist verwirrt, aber das sollte doch klappen, oder? Ja, Ruheort. Die Attacke werde ich auch erstmal behalten. So, volle KP wieder. Das ist sehr gut. Das war schon heftig, was wir uns gerade selber abgezogen haben. So, jetzt bist du immer noch verwirrt, ja, oder? Golbat? Sag mir was. Bist du verwirrt? Ist nicht mehr verwirrt. Sehr gut. Ich wollte diese Folge heute eigentlich nicht so lange machen. Aber ich habe irgendwie ein Problem, dass ich gegen Schildeross nichts Gutes habe, glaube ich, ne? Habe ich irgendwas mit Kampfattacken? Oder Feuerattacken? Ich glaube ja nicht, ne? Das könnte schwierig werden und zum Problem werden. Wir müssen mal kurz in die Pokémon gucken. Kleinstein ist ja besiegt. Doch, wir haben Ponita. Aber der stirbt, glaube ich. Weil er einfach so schwach ist. Ich müsste den eigentlich EP-Teiler geben gleich, damit der sich zu Galoppa entwickelt, weil Galoppa könnte vielleicht eventuell uns helfen, wenn du nicht stirbst. Ich wollte eigentlich eine Folge schaffen ohne Tote. Wir geben erstmal Trank drauf. Wir haben ja Tränke, ne? Top-Trank, Trank. Ja. Müssen wir einfach mal riskieren. Ich möchte einfach, dass er seine Glut einsetzen kann. Vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht macht er irgendeinen Fehler. Er hat genau durch 20 KP abgezogen. Ansonsten habe ich noch Top-Trank, wenn er wieder irgendwas macht. Es ist schwierig. Ich bin verwirrt. Oh Mann. Da habe ich mal ein gutes Feuer-Pokémon. Und dann passiert sowas. Ja. Glut. Ist verwirrt, das könnte spannend werden. Ja, das ist sehr gut. Ah, kacke. Keine Verbrennung. Bodycheck, ich muss danach Top-Trank einsetzen. Glaube ich zumindest. Sollte Sinn machen, ne? Sollte Sinn machen, dann schaffen wir den Kampf hier. Ja. Egal, ich finde eh nochmal irgendwann Items. Von daher passt das schon. Und ja, was ich gerade gesagt habe mit EP-Teiler. Wechseln macht natürlich Sinn. Und ja. Freut mich natürlich hier, dass wir das hier schaffen könnten, theoretisch. Wenn er mich jetzt hier nicht irgendwie wegquittet, okay. Machst nicht genug Schaden, ich müsste jetzt hoffentlich mal nicht mehr verwirrt sein. Hallo Galoppa, sprich mal mit mir. Bist du noch verwirrt, Glut? Ponita ist verwirrt. Bitte, bitte, bitte einmal Glück haben. Ja. Weil ich möchte eine Folge mal schaffen. Habe ich das überhaupt schon geschafft? Ich weiß nicht. Ihr seid doch bestimmt aktive Zuschauer und könnt es mir reinschreiben. Ob ich schon mal eine Folge geschafft habe, ohne zu sterben. Sieht doch eigentlich solide aus. Wir müssten jetzt eigentlich schaffen, wenn ich jetzt mich nicht selbst verwirre. So, hoffe die Glut. Die bringt es. Nicht mehr verwirrt. Wir haben es geschafft. Wir haben Schildeross besiegt mit Ponita. Sehr cool. Sehr genial. Ja, das war jetzt ein harter und zäher Kampf, aber immerhin kriegt Ponita Erfahrung, Golbat kriegt Erfahrung und Golbat ist ja eh vorne, deswegen machen wir das so, wie ich gerade besprochen habe. Wir tauschen jetzt mal den EP-Teiler schnell, weil ich brauche noch ein drittes starkes Pokémon,
Und wofür hat man den EP-Teiler denn? Pokémon-Items nehmen. Und das war falsch. Ja. Nein. Nein. Nein, ich habe mich verklickt einfach, weil ich zu schnell geklickt habe. Nehmen. Ja. So, geben wir jetzt Pokémon. Falsche Taste. Ich bin so schlau. Ich drücke immer wieder die falschen Tasten. Warum auch immer. Geben. Ja. Wo ist der schöne EP-Teiler? Und warum sollte ich dem Pokémon noch ein Item Tarnstein zum Tragen geben? Wo ist das denn? Hier, ne? Hier ist der EP-Teiler, genau. Ja, geben. Sehr schön. So, gucken wir mal weiter hier. Den müssen wir noch besiegen. Ich glaube, es ist nur ein Trainer hier noch, ne? Den müssen wir noch besiegen. Machen wir zuerst den? Ja, es ist besser, ne? Mal gucken, ob der auch wieder so ein schreckliches Schildros hat. Was mich ärgert, aber wenigstens habe ich es geschafft, in dieser Folge noch keinen Pokémon zu töten. Das ist schon mal Spitzenwert. Und, oh shit, das könnte schwierig werden. Guck, Nodon. Ist Gesteins-Pokémon. Und ich habe nichts gegen Gestein, was Gutes gegen Gestein. Und das ist sehr fiktiv gegen meine beiden Flug-Pokémon. Oh shit. Soll ich Biss drauf machen und hoffen, dass der zurückschreckt? Ich weiß es nicht. Oder hoffen, dass er den fast wegquittet. Okay. Er macht Bodycheck, aber er hat, glaube ich, schon eine Fähigkeit. Oder hat er denn nicht die Fähigkeit, dass er sich selbst... Ne, er heilt sich nicht. Okay. Ich hoffe, er hat nur kein Schildros. Das wäre nämlich einfach schrecklich. Biss ist eine gute Attacke voll. Jetzt macht er Volltreffer, wo der fast besiegt ist. Och, Mann, Golbat. Ponita. Komm schon, wir müssen Ponita ein bisschen leveln. Ich weiß gar nicht, wann er sich entwickelt. Bronxel. Ja, wir bleiben einfach mal mit Golbat drin, weil ich glaube sogar Biss müsste... Nee, ist leider nicht effektiv, glaube ich. Es ist ja zwar Psycho-Stahl, aber Stahl resistet wieder die Unlichtschwäche, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber vielleicht bisher genauso gut dagegen wie gegen... Ja. Das gucken oder nein, leider nicht. Und auch noch sehr effektive Attacken. Das wird uns noch vor Probleme stellen. Hier, diese ganzen im Kraterberg und von Team Galactic, die ganzen Bronxels. Beziehungsweise die Weiterentwicklung, wie heißt die noch? Bronxon. Bronxon, glaube ich, ne? Wenn ich das gerade richtig ausgesprochen habe, ich hoffe schon. Ja, manche Namen der vierten Generation. Ja, es ist zurückgeschreckt. Sehr gut. Ja, ich habe noch genug. Ich muss auch keinen Ruheort einsetzen. Und mir graust es schon vor der vierten. Nein, nicht vierten Arena. Ich wollte sagen, vor der Top 4. Weil, ja, was habe ich Gutes? Und Cynthia hat einen Krippuck. Und Krippuck hat keine Schwäche, wenn ich das richtig im Kopf habe. Kleinstein. Bleiben wir mal drin, ne? Oder was tue ich? Weiterkämpfen, weiterkämpfen. Vielleicht klappt das ja mit Biss wieder sehr gut. Bisher hat es sehr gut geklappt. Wäre einfach tragisch, wenn ich meinen Golbat schon wieder verliere. Ich bin jetzt schon wenigstens bei Golbat. Biss, einfach komm, schreck einfach zurück. Ich brauche einfach dieses Glück einmal in dieser Folge heute. Steinwurf. Lebe. Ruheort. Wir müssen jetzt taktisch angehen, weil sonst habe ich keine Chance. Ja, fast wieder aufgehalten. Er darf halt nur kein Finale machen. Steinwurf. Okay, ich bin schneller. Ich kann einmal Biss machen. Ja, das ist, zieht nicht so viel ab. Gut. Gut, dass ich ein bisschen über dem Level bin. Das ist schon mal sehr gut. Ah, jetzt. Shit. Schreck zurück. Ja, genial. Du bist einfach genial, Golbat. Heute gefällst du mir. Deine Form heute. Außergewöhnlich überragend. Einfach fantastisch. Deine Form heute, die gefällt mir einfach richtig gut heute. Leider kriege ich nicht mehr so viel Erfahrung, weil ich jetzt Ponita dem EP-Teiler gegeben habe. Aber macht nichts. Wir müssen ein drittes gutes Teammitglied haben. Weil zwei Flug-Pokémon... Ja, man sieht es schon. Ich kriege hier schon Probleme. Aber ich schmeiß das ja bisher noch kein Tod in diesem Let's Play. Wir gehen einfach mal kurz durch die Wiese. Auch im Zweifel, dass wir einen Pokémon-Kampf auslösen. Wir sprinten einfach durch, weil hier haben wir alles geschafft. Ihr seht es, da will ich jetzt nicht reingehen, das ist ja einfach dieser verrückte Typ. Weil wir haben, glaube ich, gar keinen Zertrümmerer mehr, ne? Oh, Kampf. Aber wie gesagt, wir müssen viele Kämpfe beschreiten und den hätte ich lieber gehabt als Ponita. Den Skunkapu.
Ja, Skunkapu. Ja, ich habe das schon mal, glaube ich, erwähnt, dass ich den gerne verwechsel mit Sankapu. Aber man kann sich einfach merken, Skunkapu ist wegen Skunkapu. Ja, ich glaube, der heißt auch so, ne? Also, wie heißt, ich weiß nicht genau, wie man das jetzt heißt, aber das heißt, glaube ich, so ähnlich Stinktier in Englischen. Und Sankapu kann man sich ja merken, Sang mit Sand, passt das irgendwie zusammen. Also, irgendwie kann man sich ja schon eine Eselsbrücke bauen, aber ja. Ich denke dann immer, oh, ah, scheiße, Finalschlag, habe ich gar nicht dran gedacht. Oh, das wäre so episch gewesen. Ja, das wäre eh nicht episch gewesen, das bringt mir ja nichts. Weil wenn der Finalschlag einsetzt, ist es schon vorbei, dann bin ich ja tot. Dann bringt das ja nichts, das kann man ja nur einmal einsetzen. Ja, das ist totaler Quatsch, was ich gerade sagen wollte. Und diesen Typ noch besiegen und dann kriegen wir unseren neuen Encounter. Aber ich glaube, wir machen noch ein bisschen mehr, weil sonst ist die Folge zu kurz. Um meine Lieblings-Pokémon zu finden, suche ich alle in allen Himmelsrichtungen. Ja, was suchst du denn? Was ist denn dein Lieblings-Pokémon, du Pokémon-Sammler? So, eine Herausforderung von Pokémon-Sammler Barmelin. Gehen wir auf Biss. Der kann nämlich gute Angriffswerte haben, glaube ich. Also ich habe damals neben ein paar Pokémon auch hier Bojolin gefeiert in der vierten Generation. Ich meine, ich habe glaube ich schon mal in die Kommentare gefragt, welches eures Lieblings-Pokémon aus der vierten Generation war, aber könnt ihr gerne nochmal reinschreiben, weil damals haben mich noch nicht so viele verfolgt wie heute. Ich bin ja jetzt gewachsen, deswegen würde mich mal brennend interessieren, was euer Lieblings-Pokémon aus der vierten Gen war. Schon wieder ein Barmelin. Ach, das kritten wir schon wieder weg mit Golbat. Golbat ist heute in Topform. Du darfst nur nicht gegen meinen Encounter weg quitten. Das wäre nämlich mega blöd. So, nächstes Barmelin quitten wir weg. Wasserdüse, okay. Ja, das ist immer fies, so eine, wie nennt man das? Prioritätsattacke, dass man zuerst angreifen darf. Sehr schön, nächste Barmelin weg. Ich, wenn er jetzt wieder dreimal Barmelin hat, das wäre sowas von langweilig. Also, das ist mir gar nicht damit so aufgefallen. In den Spielen, wenn die Entwickler sich das wirklich so gedacht haben, dann haben wir das wirklich schlecht programmiert. Das sind langweilige Kämpfe. Dreimal gegen das gleiche Pokémon. Also, da habt ihr echt kreativ was einfallen lassen, Leute. Das ist genauso kreativ, wie wenn ein Angler 6-mal Carpado hat, okay. Für manche sind die gut, weil die dann damit IV trainieren. IV? Ja, keine Ahnung. Diese DV-Werte da. Ich bin nicht so ein Typ, der davon Ahnung hat. Nein. Oh shit, ich dachte, ich bin schneller, aber ich müsste eigentlich überleben. Okay, ganz knapp überlebt. Aber wir können jetzt mal kurz gegen wildes Pokémon heilen, hoffe ich doch mal. Weil das macht ja natürlich Sinn dann. Wir werden Ruheort einsetzen. Ponita. Und besiegt. Sehr schön. Jetzt können wir noch unseren neuen Encounter holen. Für die nächste Route hatten wir schon in der letzten Folge kurz reingeguckt, was als nächstes kommt. Ja, gucken wir mal, was wir uns für einen Encounter holen. Ich bin gespannt. Da unten ist nichts mehr, oder? Ist da noch irgendwas? Ich sehe gerade nichts mehr, ne? Ich glaube nicht. So, neue Route, neuer Encounter, neues Glück. Oh, shit. Ja, 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 ja. Dich will ich haben, dich will ich haben. Wir nutzen erstmal den Kampf hier, um uns wieder mit Ruheort hochzuheilen und zu gucken, was der für Attacken kann. Weil töten dürfen wir ihn auf jeden Fall nicht. Er holt sich. Ah, er kann Walzer, ne? Kopfnuss. Oh, shit. Ah, machst du viel Schaden. Ich muss auf jeden Fall definitiv auf Drift Zeppelin wechseln, weil das macht mehr Sinn. Weil sonst habe ich ein kleines Problem. Ja, ich wollte mich nur kurz hochheilen. Oder machen wir einmal Windschnitt, wir können einmal... Oh, oh, Walzer. Wir machen einfach mal schnell Windschnitt, bevor es kritisch wird. Wir müssen ihn fangen, bevor er zu stark wird. Er darf uns nicht wegquitten. Okay, das müsste reichen. Jetzt Superball werfen. Walzer, benimm dich, Bedifas. Benimm dich einfach. Ich hab noch Ruheort, ich hab noch Zeit. Beutel, Ball werfen, schnell. Ich krieg schon Panik. Oh scheiße, ich habe gar keinen Superball mehr. Mann, ich muss neue Superbälle kaufen. Die darf ich ja kaufen, die Bälle. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nein. Scheiße, ich muss Ruheort danach einsetzen.
Einen Ball habe ich noch, glaube ich, ne? Ja, nicht getroffen, danke. Danke. Boah, wenn diese Folge hier die glücklichste Folge aller Folgen hier wird, ja, dann ist es was. Also, wenn ich so viel Glück hatte, ich noch nie in einer Folge kommen. Nein, es will einfach nicht klappen. Kopfnuss. Ich hab noch Ruhrort. Ich kann noch. Ja, ich setze danach zweimal hintereinander Ruhrort ein. Ich kann es nicht mehr schwächen. Ich kann es theoretisch, wenn es zu kritisch wird, zur Peise opfern, zum Bälle werfen. Aber es hat geklappt, bin ich fast. Wie oft hatten wir das schon im Team? Ganz oft. Aber okay. Den will ich auch haben als VM-Sklaven. Den kriege ich aber erst später, wenn ich in einer neuen Stadt bin im Team. Aber wir haben ihn schon mal im Team. Hallo und herzlich willkommen zurück. Sehr cool. Die sagen jetzt irgendwas, wir können da jetzt nicht hin, glaube ich. Ne? Hallo? Den See schützen. Es ist gut zu wissen, dass es immer noch Menschen gibt, die man bewundern kann. Ich glaube, sein Name war Cyrus. Cyrus? Uns wurde aufgezeigt, niemanden in die Nähe des Sees zu lassen. Okay, wieso das? Ich weiß nicht genau, aber wahrscheinlich, um den See zu schützen. Und ihr seid irgendwelche doofen Idioten, die, ja, keine Ahnung haben. Okay, Paraheiler, bringt mir nichts. Also, die haben sich echt verarschen lassen, den See zu beschützen, okay? Was ist das hier für eine Stadt? Wie kommt man da mit Kraxler, ne? Da komme ich noch nicht lang, da sagt er, es ist Stromausfall, ne? Hallo? Stopp, 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 ja, da, dich meine ich. In Sonneweg, das ist, sich am Ende dieser Straße befindet, hat das einen Stromausfall gegeben. Sie arbeiten bereits daran, die Stromstörung zu beheben, aber die Straßen bleiben trotzdem vorerst gesperrt. Ja, ja, kein Thema. Was ist hier? Hotel, ne? Nee. Ah, da können wir trainieren, glaube ich. Genießen wir mehr als nur vorzüglich mit der Wert. Werte Gast kann auch einen Kampf teilen. Bon Appetit. Ja, das können wir gleich machen, aber ich muss mich erstmal heilen hier. Hattet ihr denn hier ein Pokémon Center, Leute? Hattet ihr hier ein Pokémon Center? Ich weiß gar nicht mehr. Wir müssen auf jeden Fall, das können wir auch noch machen. Definitiv. Aber wir müssen erstmal ein Pokémon Center finden. Ah, mit Kraxler, ne? Ne, nicht mit Kraxler. Bin ich blind? Oh, bin ich blind. Wir brauchen erstmal Pokémon Center, damit wir überhaupt hier trainieren können. Ja, ich will, das können wir noch machen in dieser Folge. Ja, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Ich habe jetzt zwar kein Pokémon Center gefunden, aber wir werden jetzt hier uns trainieren noch. Dieses Hotel ist so romantisch. Ich hoffe, ein Ritter in schimmernder Rüstung kommt auf seinem starken Pokémon und wird kommen. Dann können wir hier unsere Flitterwochen verbringen. Und ja, heute kann ich super vorlesen, aber okay, Vorlesekunst ist da. Nein, ist nicht da, aber okay. Ja, wir machen jetzt hier dieses hier. Waren das Doppelkämpfe? Ich weiß gar nicht mehr. Gucken wir mal rein. Mal sehen, der sieht schwach aus. Wow, die bringen einem alles nacheinander an den Tisch. Und nicht nur das ganze Menü mit einem Mal, das ist ganz anders als zu Hause. Ich mache meine Hausaufgaben immer während des Essens. Da habe ich dann hinterher mehr Zeit zum Kämpfen. Ja. Ich glaube, das war ein Einzelkampf. Nee, es war ein Doppelkampf, okay. Das gefällt mir, dann können wir nämlich trainieren. Felino. Felino und Meryl. Das ist nämlich sehr gut für Ponita. Damit wir Galopper bekommen. Und so können auch nochmal die anderen trainiert werden. Zu Peise. Ja, bleibt hinten weg. Bringt mir nichts. Bedifas wird in der nächsten Folge vielleicht eventuell trainiert. Ich sollte erstmal Ruheort machen. Nein. Wir oder Risiko. Ja, Risiko eingehen, ja. So, Windschnitt auf die beiden und du machst Windstoß auf Wer wird gefährlicher? Meryl. Weil Dings kann eh nichts, wenn es nur Bodenattacke macht und Wasserattacken machen nicht so viel Schaden. Oh, Meryl ist schon weg, weil es ein Volltreffer war. Okay, dann bleibt eh nichts anderes übrig, dann werden wir wohl den Kampf hier gewinnen. Aber Felino wehrt die Attacke ab. Und die beiden erhalten nicht sehr viel Erfahrung. Ponita erhält dafür mehr. Aber okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir leveln hier richtig schlimm langsam. Dass man gar nicht so viel Erfahrung bekommt. Ich finde, in den neuen Spielen irgendwie kriegt man mehr Erfahrung. Aber okay. Wir sind bald schon, glaube ich, an der Safari-Zone. Da machen wir dann irgendwann eine extra Folge Safari-Zone. Mal gucken, wie es auskommt. Und ja. Ponita Level 24. Man entwickelt sich das nochmal? Ich weiß gerade gar nicht. Und das letzte Pokémon ist ein Griffel.
Dann mache ich mit Golbert Ruheort, weil ich kann jetzt Ruheort einsetzen. Dann habe ich das schon mal gespart, den Zug, weil der Griff Zeppelin wird wohl den Griffel fertig machen können. Und ja, ich freue mich schon richtig auf Ambidiffel in Pokémon Go, vierte Generation. Und auf die ganzen anderen, die hier in dem Spiel vorhanden sind. Und ja, das wird richtig schön, wenn die endlich kommen. Erstmal aber dritte Generation abfarmen. Und wer das Halloween-Event verpasst hat bei mir, oh ja, keiner Stauner, sollte auch nochmal da gerne vorbeischauen. Die ein oder anderen Videos waren sehr interessant. Hab ja direkt schon am ersten Tag geschafft, sag ich mal in dem Sinne, den Pokédex wieder voll zu kriegen. Mit dritte Generation Pokémon waren ja nur 5 Stück. Nur das Einzige, was ein bisschen länger gedauert hat, war das Event Pikachu, aber das habe ich zum Glück auch bekommen. Ja, am zweiten oder dritten Tag, ich weiß es nicht mehr. Und ja, es kommt wirklich ziemlich häufig, das pusht meine Pikachu-Medaille und Ponyta erhält 211 Erfahrungspunkte. Und wen wollen wir jetzt als nächstes heraus? Gucken wir uns das mal an. Wer wird es wohl? Wow, du gehörst zu den Besten da draußen. Ja, das stimmt. Ich habe zwar schlechte Pokémon, aber ich bin einer der Besten. Wir werden uns nun diese Köstlichkeiten widmen. Mach's gut. So, gucken wir mal rein. Machen wir die zwei hier, ja. Ich wünsche, Mami wäre auch hier und würde mit uns essen. Mami hat mir ein Pokémon gegeben. Willst du mal sehen, wie stark die sind? Ja. Bin ich stärker oder bist du stärker? Das ist hier die Frage. Oh. Oh, shit. Das könnte interessant werden. Mach Holo. Kein Problem. Habt ihr zwei Flug-Pokémon. Man sollte Deutsch können, ne? Okay. Aber Bediza sollte eigentlich auch kein Problem sein. Wir machen einfach mal Windstoß, weil das beiden Schaden zufügt, und machen Windschnitt. So. Immer mit der Ruhe, immer konzentrieren. Und Windstoß wollte ich natürlich auch einsetzen, deswegen. Ich war nur zu schnell mal wieder. Macholo macht's gut. Das ist sehr gut. Das ist eigentlich ein sehr gutes Training hier. Und ja, das ist sehr gut. Alles wird prima. Es wollte eigentlich die Folge nicht so lang machen, aber wir machen es heute in dieser Folge. Von daher, verzeiht mir das. Und Golbert erreicht Level 35. Du sollst endlich zu einem X-Bad entwickeln, bitte. Ponyta. Nein. Golbert. Ah, der Kampf ist noch nicht vorbei. Wir müssen mal gucken. Ja, Windstoß geht natürlich ins Leere. Verzeiht mir das, aber wir machen diese Kämpfe hier noch zu Ende. Es ist einfach so. Bronxel. Okay. Ich habe ja gesagt, die werden nervig. Wir gehen mit Windstoß wieder. Das macht nämlich viel Sinn. Ah, ich sage immer Windstoß. Das heißt Windschnitt. Und Gegenstoß auf Bronxel. Das sollte eigentlich passen. Damit er schon mal Bidissas besiegt. Und Bronxel sollte dann auch im nächsten Schritt besiegt werden von Drift Zeppelin. Oh, sogar Volltreffer auf Bidissa. Das heißt am meisten, dass der andere ihn abwehrt. Nee, zum Glück nicht, weil eben war es so. Oh. Hm, das war eine schlechte Wahl, glaube ich. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal rein. Ponyta kriegt 130 Erfahrungspunkte. Gegenstoß. 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 Nee, das hat nicht gereicht. Schade. Aber du bist zum Glück noch schwach. Aber wir müssen mal gucken, was wir noch so kriegen, um unser Team für die Liga Top 4 aufzubauen. Müssen wir mal gucken, was ich noch so kriege. Ja. Biss. Ah, stimmt. Unlicht ist ja nicht so effektiv, glaube ich. Ich hatte mich vertan. Natürlich ist es Psycho, aber Stahlresist, das ja, hatte ich ja eben schon mal gesagt. Ich hatte nur nicht mehr dran gedacht. Ich hätte lieber was anderes machen sollen, aber okay. Wir haben es geschafft, wir haben es gepackt. So, sehr gut. Wir müssen mal gucken, wie es weitergeht, wie wir als nächstes herausfordern. Es sollte eigentlich nicht mehr so lange gehen, dann ist auch die Folge vorbei. Aber war eine gute Folge, sehr unterhaltsam, die Folge mal wieder. Nächstes Mal kommen wir mit der ganzen Familie und dem Baby hinterher. Ja, sind nur noch 3 Kämpfe. Ja, 3 Kämpfe. Machen wir erstmal dieses Pärchen hier, dann die Reichen, dann die Alten. Wie, was? Rendezvous? Rendezvous, achso, Rendezvous. Man sollte lesen können, ne? Justus, du bist ein geschätzter Kunde und so. Und ich muss zugeben, ich fühle mich durch die Einigung geschmeichelt. Daher habe ich sie auch angenommen.
Ich lasse meine Pokémon anstelle meines Herzens sprechen, weil Jesse nicht, welches sich nicht entscheiden kann. Wollen wir kämpfen? Ja, wir wollen kämpfen. Oh, der hat sie gedatet, aber sie wollte gar nicht ein Date mit ihm. Und das ist Pokémon-Sammler Justus und Aroma-Lady Amabella. Amabella, was ist das für ein bescheuerter Name, habe ich noch nie gehört. Sorry, falls einer zuguckt, der Amabella heißt, aber das ist echt ein bescheuerter Name. Sie haben 4 Pokémon. Ich kenne Annabella oder Annabelle, aber Amabella. Und ich habe mich verlesen, das wäre natürlich sehr peinlich. Es wäre sehr peinlich, aber okay. Wir machen so, wir machen Windschnitt und Windstoß. Ist eigentlich die beste Kombi, um die Gegner zu besiegen. Und ja, natürlich, es gibt auch Leute, die meinen Namen bescheuert finden, aber ja, so ist das halt im Leben. Ja, man ist halt, man kann für seinen Namen nichts, das haben seine, die Eltern ausgesucht, aber okay. Ich meine, ja. Ich komme mit meinem Namen persönlich selbst sehr gut klar. Also ich mag meinen Namen, von daher passt das schon. Man sollte natürlich immer selber mit seinem Namen selber gut klarkommen, aber ja. Es gibt halt viele bescheuerte Namen, wo man denkt, okay. Aber das ist ein kompliziertes und langes Thema, da kann man ja wieder drüber diskutieren und er macht ein Zauberblatt. Weil es gibt ja auch in Fernsehsendungen, wie heißt die Sendung? Geissens oder Wollnys, weil ich zum Glück nicht gucke. Ich habe es halt mitbekommen, dass die Kinder da voll die bescheuerten Namen haben. Wenn ich das richtig im Kopf habe, heißt die eine da Delfin oder so, oder Dolphin. Ich meine, wie kann man sein Kind nur so nennen? Das Kind ist ja fürs Leben bestraft. Meiner Meinung nach. Zum Glück gucke ich so einen Quatsch nicht. Habe ich auch gar keine Zeit für. Aber wie gesagt, man kriegt das halt mit, wenn das erzählt wird, wenn die anderen sich das alles angucken. Ich meine, ja. Es gibt ja genug. Ich weiß, das ist jetzt kein Thema für Pokémon, aber es gibt ja genug Frauen, die müssen sich unbedingt hier Berlin Tag und Nacht und Köln angucken, da diese komische Sendung auf RTL, aber RTL 2, um es genau zu nehmen. Aber das ist ja nicht so mein Geschmack trifft es auf jeden Fall nicht. Ich würde es mir nicht angucken. Von daher passt das schon. Mir reicht schon, wenn ich einmal schon mal die Vorschau gesehen habe, wie die dann rumschreien und sich ankeifen, also von daher. Mir gefällt es nicht. Ja, ich bin auch nicht immer der Bravste, aber ja. Das ist einfach nicht mein Geschmack, sowas muss man sich nicht angucken. Da gucke ich mir lieber interessantere Sachen an. Andere Let's Plays von Pokémon, das ist viel spannender. Und ist auch keine Zeitverschwendung. Deswegen, wenn ihr jetzt immer noch dran seid und mich anguckt, dann lasst es mich doch gerne wissen, wie es euch heute wieder gefallen hat, die Folge. Und Pipi. Also die Entwickler waren wirklich sehr, ja, kreativ. Habe ich ja eben schon angesprochen, dass die halt Trainer und Pokémon geben, die einfach, ja, die können zwar gerne themenbasierte Trainer machen, das würde ich auch so machen, wenn ich mein eigenes Spiel entwickeln würde, aber, ja, ich würde nicht so unkreative Teams bauen mit dreimal das gleiche Pokémon oder zweimal das gleiche Pokémon, das ist einfach unkreativ, ja, ist ja klar, dass du Spotlight machst, bringt dir aber nichts. Wir werden dich trotzdem besiegen. Du wärst oder so angegriffen worden, Pipi, also von daher war das eine dumme Attacke. Aber zum Glück haben sie ja auch in den neuen Spielen die KI ein bisschen verbessert, ein bisschen schlauer gemacht. Man sieht ja hier in den Anfängen war sie noch ein bisschen dumm. Aber okay, ist halt alles Entwicklung. Aber wie gesagt, das hier ist mir so früher noch nie aufgefallen mit diesen ganzen, die gleichen Teams haben. Ey, das ist ja traurig. So, jetzt nur noch 2 Kämpfe, dann ist die Folge vorbei. Ich hoffe, sie ging nicht zu lang, aber denk mal, das war eine angemessene Länge wieder. Wir haben es geschafft. Was sagt ihr uns denn jetzt? Habt ihr jetzt nun ein Date oder nicht? Es stimmt, was man sagt. Unter Pokémon-Fans gibt es nichts Böses. Das gilt auch für Justus. Okay, sie haben ein Date. Vorletzter Kampf. Hahaha, meine Freundin genießt die Kochkünste meines Vaters. Nach jedem Bissen sieht sie richtig verträumt aus. Ich fühle mich großartig. Sicher werde ich gegen dich antreten. Deshalb bist du doch hier, stimmt's? Ja, weil ich trainieren möchte. Ich möchte ein X-Bad und ein Galopper haben für mein Team. Damit wir die Top 4 schaffen. Oh, sie haben nur 3 Pokémon. Mogelbaum. Der ist in meiner anderen Randomizer Nuzlocke in der letzten Folge zum Helden geworden. Wer es noch nicht gesehen hat, muss unbedingt vorbeischauen. Und Mubai. Das ist ein Bonsai-Baum. ja, ist nicht lustig, ich weiß. Wir gehen mit der altbewährten Taktik Windschnitt und Windstoß. Und ich habe aus dem Falschen geklickt. Ich wollte eigentlich auf Mogelbaum klicken, aber vielleicht klappt das ja schon irgendwie. Oh je, machst du viel Schaden. Ja, okay, das ist sinnvoll. Dann können wir uns gleich in der nächsten Runde um den gemeinsam kümmern. Das ist ein kreatives Team, sage ich mal so. Oh, sogar Volltreffer.
Also ich würde dann so, sag ich mal, wenn man themenbasierte Teams bauen würde in Pokémon-Spielen, würde ich zum Beispiel sagen, dass man jetzt halt der Typ hat, zum Beispiel, wenn man es korrekt macht. Wenn man die Möglichkeit hat, aus allen den Generationen zu greifen, sage ich mal, so kann man ja zum Beispiel so Teams bauen mit Typen, wenn das ein Ast-Trainer ist, hatte zum Beispiel einer Glurak, Bisasflor und Turtok, der andere hat dann Impergator, Igelava, sage ich schon, nein, Quatsch, Pichu, oh, das könnte gefährlich werden, wie heißt es, Tunopto, Meganie und so weiter, halt, dass die dann alle, dass man halt alle Pokémon, die Möglichkeit gehen, alle Pokémon zu kämpfen. Wir machen Windschnitt, weil wegen Paralyse. Und wir gehen erstmal auf Pichu, weil das gefährlicher wird. Okay, beide sind sehr effektiv gegen mich. Aber der Muggelbaum hat ja bisher noch nichts gerissen. Und passt schon. Den kriegen wir auch in der nächsten Runde platt. Oh, sogar Volltreffer. Sehr schön. Also heute läuft's ja in der Folge mit Volltreffern. Windstoß, Pichu ist besiegt. Oder dass man halt, sag ich mal, weil ich ja Drachen mag, irgendeinen Drachentrainer nimmt, der dann Dragoran hat und Brutalanda und so weiter. Dass sie halt coole Pokémon haben oder halt. Weil es gibt ja öfters, dass es zum Beispiel Pokémon gibt, die in Spielen, sag ich mal, zwar so auf dem Level gar nicht gibt, wenn man es trainiert. Oh, Ponita ist Level 25, wo wir gerade bei Level sind. Feuerwirbel, ja, das kriegst du natürlich. Dass man dann zum Beispiel einen Trainer wie in der ersten Arena in meiner Kristallwendenmeister, wenn die jetzt nicht Wendenmeister wäre, hätte ja der Falken Tauboga auf Level 9 gehabt, dass man da auch sowas einbringt. Einfach kreativ Teams baut. Und ich möchte natürlich Feuerwirbel beibringen. Und wir nehmen Routenschlag weg. Ja, wir nehmen Routenschlag weg. Und ihr könnt ja gerne auch in die Kommentare schreiben, was so euer Top-Trainer wäre, was der für Pokémon hätte. Zum Beispiel wie bei Kristall, der Rot, also sozusagen der Endboss. Wenn ihr euer eigenes Pokémon-Spiel bauen würdet, also meiner hätte dann halt meine Lieblings-Pokémon, um es mal kurz zu sagen, und Golbat überlebt. Ah, der hat letztes Mal, weil ich schon wieder im Redefluss war, das Driftlord angegriffen. Machen wir Biss und Windstoß. Sagen wir mal so, der hätte dann aus jeder Generation, die ich bisher habe, der hat ja 6 Plätze. Okay, geht ja nicht. Wir müssen eine Generation auslassen. Ich würde dem dann einfach, ich weiß es nicht, aus der ersten Generation Dragoran geben. Aus der siebten auf jeden Fall Mimikma. Dann würde ich dir noch irgendein legendäres Pokémon geben, weil er einfach der King ist. Irgendein starkes, denke ich mal. Dann noch eventuell irgendein Starter-Pokémon aus irgendeiner Generation. Das weiß ich jetzt gerade spontan nicht. Müsste ich mir dann nochmal überlegen, aber so könnte das dann laufen. Dann vielleicht noch irgendein anderes Pokémon, der muss ja 6 haben. Ich bin als Trainer gerade im, nicht in Topform, genau. Im Gegensatz zu den fantastischen Kochkünsten meines Vaters. Ja, ich kann heute nicht lesen. Lass uns auf viele glückliche gemeinsame Jahre anstoßen. Seit ich im Ruhestand bin, reise ich mit meiner Frau um die Welt. Wir sind immer auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Restaurant. Du scheinst den Kampf mit deinem Pokémon zu genießen, nicht wahr? Ja, es ist der letzte Kampf und dann ist die Folge vorbei. Hoffentlich hält er uns nicht so lange auf. Hoffe ich auf einen spannenden Kampf hier. Oh, die haben jetzt 4 Pokémon. Aber das ist gut, dass wir Doppelkämpfe haben. Da können wir gut trainieren. Staralili, den hätte ich auch gerne, aber wir können ja jetzt mit 2 Pokémon fliegen. Also von daher passt das schon. Wobei immer die Vorstellung einfach nur... Oh. Oh. Das ist auch eines meiner Lieblings-Pokémon hier. Schlappohr. Die Vorstellung, dass ein Zubat fliegen kann, dass man auf dem Zubat fliegt, ist einfach nur, ja, krank. So, jetzt habe ich aber das richtige Pokémon angeklickt. Wir machen es jetzt mal kalt hier, das Team. Ich glaube, die Folge ist wieder ein bisschen länger geworden, aber wenn es euch gefallen hat, trotzdem, gerne Kommentar schreiben, Like da lassen. Gibt ja immer wieder viele Fragen, die ich gerne von euch beantworte, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwelche Kommentare schreibt. Freut mich immer natürlich, das unterstützt auch mich und dann wachsen wir auch und irgendwann habe ich ja das Ziel, mal 50 Abonnenten zu haben. Und vielleicht auch mal mehr, 100 irgendwann anzustreben. Und dann gibt es auch Abonnenten-Specials und sowas. Aber das ist noch ein weiter Weg. Aber es freut mich ja schon, wenn die Ersten mich mögen. Und ja, ich habe ja mal bei 0 angefangen. Also von daher ist ja schon mein aktueller Abonnentenstand mit 36 ziemlich gut. Und Starre Lili hat das abgewehrt. Das ist echt ärgerlich. Und ich kriege das gar nicht so mit, wenn ich gerade erzähle. Ich sollte mich mal ein bisschen mehr aufs Kampfgeschehen widmen. Wen greifen wir denn jetzt hier mit Windstoß an?
Zweimal abwehren geht eine starre Lili. Das sieht doch sehr schön aus. Es sieht gut aus, es sieht gut aus. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, oder? Ja, sehr cool. Zwei mit einem Schlag. Genial, genial. Super. Komm schon. In der nächsten Folge machen wir den Strand. Ich hoffe, dass der wird länger. Ja, da wird eine kürzere Folge. Ich will danach in die Safari-Zone. Ich glaube, dann sind wir schon in der Stadt. Müssen wir mal gucken. Gucken wir uns das demnächst mal an, wie es läuft. Ja, Windstoß ging ins Leere. Das heißt, denke ich mal, in 1 bis 2 Wochen. Je nachdem, wie es läuft in der nächsten Folge. Seht ihr das dann, weil ich dann Zeit habe, die Safari-Zone aufzunehmen. Machen wir mal einfach mal Biss und Windstoß und dann packen wir das schon, dieses Hut-Hut. Also heißt, in nächster Zeit werden viele Pokémon-Let's Play-Folgen kommen. Wie schon angekündigt. Weil wir haben ja viel zu tun. Und deswegen, wir schaffen das schon irgendwie. Wir wollen ja auch irgendwann durchkommen. Wir müssen halt nur gucken, wie wir uns für die Liga rüsten. Aber wir haben ja jetzt, wenn wir irgendwo mal irgendwas im PC finden würden, wir die fast wieder fürs Team. Aber okay, passt schon. Und wir haben es geschafft. Eine Folge lang kein Pokémon zu verlieren, obwohl wir so viele gute Doppelkämpfe hatten. Das ist gut. Nun so viele dazu. Genießen wir nun unsere Mahlzeit. So, wir haben alle besiegt und jetzt kriegen wir eine Belohnung. Ich weiß gar nicht mehr. In unserem Restaurant genießt man mehr als nur vorzügliche Menüs. Der werte Gast kann auch an Kämpfen teilnehmen. Bonapetit. Ja, wir haben es geschafft. Das heißt, ich stelle mich mal hier vor und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.